Gottes Güte wäret ewiglich, so haben wir es gesagt. Und das ist ein ganz großer Satz. Gott ist ja nicht irgendwer. Und die Güte, die Chesed Gottes, auf Hebräisch heißt das Chesed, ist sein Wohlwollen, sein Gutsein, seine Liebe, und das gilt uns. Wir haben gestern Abend gut miteinander gespeist. Willi Friesen hatte mich eingeladen zum Griechen. Und das erinnerte mich an eine Situation, wo ein Freund von mir bei einem Griechen im Siegerland, wo ich jetzt seit einem Monat wohne, bei Tisch gebetet hat. Und dann sagte der griechische Wirt, in diesem Gasthaus zu, dem, äh, zu den beiden, die da gebetet haben bei Tisch. Er kam fröhlich auf sie zu, umarmte sie fast und sagte: Das ist prima, dass ihr das, die Speise heiligt. Äh, sie waren sehr überrascht, das ist nicht unsere Sprache, dass wir durch ein Tischgebet die Speise heiligen, aber wir segnen die Speise. Die Gaben, die wir empfangen, sind Güte, Segen Gottes. Die Juden sagen, wenn etwas beim Essen übrig bleibt oder man hat da noch irgendwie so einen kleinen Rest, wirf es nicht weg, es ist ein Segen darin. Wir sagen da manchmal, das ist noch wertvoll, kann man noch brauchen, das ist noch gut. Aber nein, da kommt jetzt andere Dimensionen dazu. Das, das Gute, das da drin ist, das ist von Gott geschenkt. Gott hat einen Segen hineingelegt. Und darum soll es heute Vormittag gehen, um diesen Segen, den Gott gibt. Und ich habe dazu den Text mitgebracht aus dem vierten Buch Mose, den wir gut kennen, den aaronitischen Segen. Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israels segnen. Sprich zu ihnen Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israels legen, und ich, sagt Gott, werde sie segnen. Was ist Segen? Das erste Mal in der Bibel kommt das Wort segnend vor in der Schöpfungsgeschichte, im ersten Kapitel der Bibel, da steht im Vers 22, und Gott segnete die Tiere im Wasser und in der Luft, die er geschaffen hatte, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt das Wasser und die Meere und die Vögel soll sich vermehren auf der Erde. Ein paar Verse weiter, da hat Gott den Menschen geschaffen, in Gottes Ebenbildlichkeit uns geschaffen als Bild Gottes, Repräsentanten Gottes auf dieser Erde, dass wir Menschen diese Erde, die Gott geschaffen hat, in die er uns hineingegeben hat, regieren, verwalten, versorgen, ordnen, herrschen auf dieser Erde. Und dann sagt Gott zu den Menschen, zu uns, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die erde und macht sie euch untertan und herrscht über die fische des meeres und über die vögel des himmels und über alle tiere die sich auf die erde auf der erde regen ein weiterer aspekt kommt dann nach der sintflut da segnete gott noah worin besteht dieser segen noah und seine söhne und gott sprach zu noah und seinen söhnen Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren auf der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Mit allem, was sich auf den Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hand gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll eure Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Jedoch euer eigenes Blut will ich einfordern, von jedem Tier werde ich es einfordern und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bild Gottes hat Gott den Menschen gemacht. Ihr nun seid fruchtbar und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde und vermehrt euch auf der Erde. Was ist Segen? Aus diesen Versen können wir ableiten. Am Anfang der Bibel es wird Segen so definiert oder so beschrieben, dass es etwas zu tun hat mit Fruchtbarkeit. Es hat zu tun mit Vermehrung. Es hat aber auch zu tun, wie wir es im Schluss gelesen haben, mit Schutz. Gott schützt den Menschen, er segnet den Menschen, indem er ihn schützt, einen Schutzraum hineingibt. Auch das ist Segen. Es ist erstaunlich, wir haben in der Bibel zwischen Segen, gibt es einen Gegensatz zum Segen. Es gibt nicht nur Segen, es ist nicht alles Segen. Es gibt auch das andere, das, den Segen und den Fluch. Ein paar Worte zu dem, was Fluch ist. Das Erstaunliche ist, am Anfang der Bibel lesen wir mehrfach in der Urgeschichte, dass Gott flucht. Denken wir heute wahrscheinlich eher selten, dass das so ist. Aber schauen wir uns das einmal an. Gott flucht. Da gibt zwei Worte, die da gebraucht werden im Hebräischen. Das Wort Ara und das Wort Kalach, Lakach. Diese beiden Worte, Kalal heißt das Wort, das zweite Wort, das dieses zweite Wort, das wird einmal gebraucht als in der Flut die Wasser zurückgehen. Das heißt, die Wasser gehen zurück, das heißt, da ist ein vermindernes, ein herabsetzendes Reden. Fluchen ist ein, etwas, wenn, ich, wenn wir verflucht werden, dass wir jemanden herabsetzen, dass wir jemanden klein machen, gering machen, geringschätzen. Das ist Fluchen. Und das andere Wort, Arar, das ist ein viel stärkeres Wort, das ist noch kräftiger. Das meiste Wort, wenn Gott flucht, ist dieses Wort Ara gebraucht. Wir unterscheiden bei den Flüchen in der Bibel äh, solche Flüche, die äh, nennen wir einen retributiven Das ist ein Fluch, du fluch, verflucht bist du, weil du etwas getan hast. Das ist so etwas, die Folge dessen, was man tut. Dann steht da das Wort Fluchen. Oder ein antizipatorischer Fluch, das ist, verflucht bist du, wenn du das und das tust. Und dann kommt auch der Fluch vor, wo Menschen einfach jemanden verfluchen, um zu zerstören. Der Fluch, der Böses ist, wie in der Geschichte von Bileam. Der soll Israel verfluchen, um Israel zu vernichten, einen Fluch auf sie legen, dass sie, dass sie belastet werden. In der Urgeschichte, da lesen wir dann, Gott sprach zur Schlange: verflucht bist du, weil du das getan hast. Das ist so ein Sie hat das getan und deshalb ist die Schlange verflucht, und dann wird das aufgeführt. In Vers 17 bis 18 zu Adam sprach Gott: Verflucht sei der Ackerboden, um deinetwillen, weil du das getan hast, ist der Acker verflucht. Dornen und Disteln wachsen darauf, schweißtreibend soll die Arbeit sein und so weiter. Zu Kain spricht Gott dann: Verflucht bist du, weil du das getan hast. Das ist diese Art von Fluch. Und dann im, am Ende der, des Bundesschlusses, wenn du das und das tust, wirst du gesegnet sein, sagt Gott am Bundesschluss am Sinai. Aber wenn du das und das nicht tust, dann wird der Fluch dich treffen. So wähle das Leben, wähle den Segen, wähle nicht den Fluch. Und dann kommt eine zweite Linie hinein in dieses Wort. Jetzt kehren wir zurück zum Segen. Als Gott die Menschheit geschaffen hat und die Menschheit sich von Gott entfernt hat, im Turmbau zu Babel, wir machen uns einen eigenen Namen. Wir vermehren uns nicht mehr auf dieser Erde, wie Gott das gesagt hat, sondern wir sind selber groß. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir bauen eine Stadt, einen Turm. Wir schützen uns selbst. Wir brauchen nicht den Schutz Gottes, den Segen Gottes, sondern wir machen das alles selbst. Wir nehmen das alles selbst in die Hand. Diese Generation Babylon. Diese Generation Babel in Genesis 11, da ruft Gott einen Mann aus dieser Menschheit heraus, die sich von Gott entfernt hat, von Gott emanzipiert hat, die gottlos auf dieser Erde dann lebt, in Genesis 11, den Abraham und seine Familie. Und das Erste, was Gott dem Abraham sagt, ich will dich segnen. Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft aus dem haus deines vaters in das land das ich dir zeigen werde und ich will dich zu einem großen volk machen haben wir das mehren nicht diese vermehrung die fruchtbarkeit die vermehrung ich will dich segnen und ich will deinen namen groß machen er ist einsam aus der großen gesellschaft herausgerufen aber gott sagt die wollten sich einen namen machen der name ist fast verloren aber ihr Name, wir wissen nicht, wer das gebaut hat, das heißt, es gibt so ein paar Spekulationen, aber wir wissen es nicht genau. Die Namen sind vergessen, aber Abrahams Name ist einer der berühmtesten Namen der Weltgeschichte überhaupt. Die bekannteste Person des Altertums ist sicherlich Abraham. Es gibt keinen, der bekannter ist als Abraham auf der ganzen Welt. Ich will, dich, ich will dich, ein, dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Du bist der Segen, die Person ist der Segen. Und dann noch eins drauf. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den will ich verfluchen. Wer dir Schaden zufügt, der kommt, bekommt es mit mir zu tun, sagt Gott. In dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, alle Geschlechter der Erde, alle Sippen der Erde, alle Mischpot der Erde. Familien, die Stämme, die Sippen, alle Erde, alle Nationen, alle Ethnien der Erde, alle Nationen der Erde sollen in dir, Abraham, gesegnet sein. Das heißt, nachdem Gott nach dem Sündenfall die Erde unter den Fluch gestellt hat, sagt er, jetzt will er die ganze Erde, alle Menschen unter den Segen stellen. Gott will segnen. Seine Güte, seine Freundlichkeit, sein Gutsein, seine Liebe den Menschen zuwe zuwenden indem er die Menschheit segnet, alle segnet. Die Juden, die sind ja manchmal sehr interessant, die haben dann drüber nachgedacht, da steht in Kapitel 24 in der Abrahamsgeschichte und Abraham war alt und hochbetagt und Jahwe hatte Abraham in allem gesegnet. Und da haben sie über die Rabbinen dann nachgedacht und haben gesagt, worin hat Gott den Abraham denn gesegnet? Ja, langes Leben hat er gehabt, relativ lange. Er hatte Nachkommen, eine Schwiegertochter hat er auch gehabt, den Segen einer Schwiegertochter hat er erlebt, er hat den Segen von Kindern erlebt, hat er den Segen von Enkeln erlebt, hm, wissen wir nicht. Ja doch, hat er bestimmt erlebt, denn da steht ja alles, nicht? Hat in allem gesegnet. Hat er Reichtum erlebt? Ja, er wäre sehr reich. Hat er Ehre gehabt? Ja, er hat Ehre gehabt. Das heißt, er ist in allem gesegnet, wie Gott das zugesprochen hat. Dann wird dieser Patriarchensegen weitergegeben. Wir kennen die Geschichte von Isaak und Jakob und dass der Isaak den Jakob dann segnet und Jakob erschleicht sich den Segen von, äh, von Isaak. Und der Isaak segnet Jakob und er weiß aber nicht, dass es Jakob ist, er hält ihn für Esau. Und dann sagt Gott, äh, sagt äh, äh, Isaak zu Jakob, so gebe dir Gott als Segen Tauft des Himmels und Fett der Erde und von Korn und Most die Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder. Und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Und dann geht er, Jakob. Und dann kriegt Esau das heraus. Er weiß, was passiert ist. Und dann flieht Jakob. Und jetzt segnet Isaak den Jakob noch einmal. Diesmal weiß er, dass es Jakob ist. Und nicht der Esau ist. Und dann sagt er Gott, Schaddai, El-Shaddai, Gott der Allmächtige. Er segne dich, Jakob, und mache dich fruchtbar, und er vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest, und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land, Deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nehmest. Und dann flieht Jakob und er kommt nach Bethel und da schläft er, er legt sich auf diesen, an diesen Ort und dann sieht er die Himmelsleiter, den Himmel offen und dann spricht Gott selber zu Jakob und er segnet ihn. Und jahwe stand über ihm und sprach: Ich bin Jahwe. Der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks, das Land, auf dem du liegst, ich will es dir geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten von Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Da will Gott dieses Programm, das mit Abraham begonnen hat, fortsetzen. Alle Völker der Erde sollen unter diesem Segen Gottes kommen, durch Jakob. Und siehe, ich bin bei dir. Und ich will dich behüten. Das ist der Schutz, der im Segen enthalten ist. Überall, wo du hingehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Und ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, wie ich es zu dir geredet habe. Was ist Segen? So hatten wir gefragt und wir hatten einfach in die Bibel hineingeguckt und gelesen, wo kommt das vor, was steht da drin, was ist Segen? Mehrung, Wohlstand. Und jetzt kommen wir zu dem Text, diesem bekannten Text, dem aronitischen Segen. Wahrscheinlich kennen wir ihn alle sehr gut. Als ich das erste Mal in meinem Gottesdienst den Segen sprechen sollte, habe ich ihn gesprochen, aber ich habe dann die Sätze verwechselt. Irgendwo war ich aufgeregt, die Kanzel war auch relativ hoch, hier ist sie auch relativ hoch, aber die war noch höher. Und dann über der Gemeinde stand ich da, auswendig gesprochen, nicht? und dann irgendwo die Sätze, einen vergessen und dann noch durcheinander. Es so. war die, meine erste Erfahrung, wo ich den Segen selber gesprochen habe in einem Gottesdienst. Aber es ist eigentlich ein starker Text, aber gleichzeitig ein großartiger Text, der uns hier begegnet. Es sind drei Sätze. Jeder Satz hat zwei Teile und zwei Hauptaussagen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr richte sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Schauen wir uns diese drei Sätze einmal an. Vielleicht noch, bevor wir die einzelnen Sätze ansehen, eine Beobachtung zu diesem Text, der ist im Hebräischen ein poetisch gestalteter Text. Die Hebräisch können, die können das gut nachvollziehen, das sind im ersten Satz drei Wörter, im zweiten Satz fünf Wörter, im dritten Satz sieben Wörter, macht zusammen 15 Wörter. 15 ist im Hebräischen die Zahl des Jahwe-Namens, der Kurzform wenn wir sagen Halleluja, lobt gott dann ist ja yote das ist die Zahl 15 heute ist das in israel so dass die Zahl 15 in den schulen nicht yote geschrieben wird also äh, 10 5 sondern 9 6 um zu vermeiden dass man aus versehen den gottesnamen mit der zahl verwechselt und dann den gottesnamen liest wo da die zahl gemeint ist also 15 ist für jüdische geschichte für jüdisches Bewusstsein, für liturgisches Bewusstsein verbunden mit dem Jahwe-Namen. 150 Psalmen, zehnmal der Jahwe-Name, nicht 150, da taucht das auf, hier auch mit den 15 Wörtern. Das Zweite ist auch interessant, es sind 15, 20 und 25 Buchstaben in den drei Sätzen, macht zusammen 60 Buchstaben. Die von uns, die mathematisch interessiert sind, und vielleicht sind das ja einige von uns, gestern waren viele Techniker dabei, beim Seminar habe ich festgestellt, Ingenieure, die interessieren sich für Mathematik. 60 ist eine ganz besondere Zahl. Zwischen 1 und 100 ist sie die Zahl, die am meisten teilbar ist. Die Zahlen, die nicht teilbar sind, nennen wir Primzahlen. Davon gibt es 25 zwischen 1 und 100, das ist 1 und 2. Und drei, und dann fünf, und sieben, und äh, elf, und dreizehn, und siebzehn, neunzehn, nicht? Das sind Primzahlen, 23 Primzahlen. Und andere Zahlen sind teilbar, äh, die sind dann keine Primzahlen, sind äh, teilbare Zahlen, und 60 ist die Zahl, die am meisten teilbar ist. 60 ist teilbar wie jede Zahl, auch die Primzahl ist nur durch 1 und, und sich selbst teilbar, wenn man so will. Nicht? Also jetzt, uns, aber sonst nicht. Aber die anderen Zahlen, die 60 ist die Zahl, die am meisten teilbar ist. Durch 1, durch 2, durch 3, durch 4, durch 5, durch 6, durch 10, durch 12, durch 15, durch 20, durch 30. Das heißt, diese Zahl ist brillant wie ein, leuchtet wie ein Brillant. Äh, die Zahl 60, die haben wir auch noch, deshalb haben alte Kulturen ein Sechsagesimalsystem gehabt, mit dem sie gerechnet haben. Wir haben das Dezimalsystem, mit Zehnern rechnen wir. Wir haben zehn Finger und sagen dann, so können wir gut rechnen. Zehn Zehen, da können wir auch gut rechnen. Nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So können wir das dann abzählen. Aber auf unseren zehn Fingern, da ist doch die Zahl 60 enthalten. Die arabischen, auf arabischen Basaren, manche von uns werden das wissen, Tatschikistan, äh, da ist das sicherlich üblich, da wird heute noch so gezählt. Es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 24, 36, 48, 60. Und äh, wenn man auf dem arabischen Bazar ist, ich handle da gerne, früher in Aleppo oder in Kairo oder in Damaskus, da auf diesen Bazaren, das war wunderschön, dann da zu handeln. Wir haben dann einen Preis genannt und da war der, dem der Laden gehört im Hintergrund, der hat dann solche Zeichen gemacht und dann wusste der Verkäufer, bis wohin er gehen konnte mit solchen Zeichen. Das heißt, die Zahl 60 ist auch in unseren Händen vorhanden und wir können auch mit 60 zählen mit unseren fünf Händen. Das heißt, das ist die Zahl, die wunderbar ist. Für uns ist sie. Wir zählen heute nicht mehr in Dutzend und Schock und so weiter, aber in der Zeit, da rechnen wir noch mit 60, der System. 60 Sekunden, 60 Minuten, 12 Monate, nicht? da ist das Dezimalsystem noch Dutzend und 60er haben wir noch in der Zeitsystem. Wenn wir hier diese Zahlen haben, dann heißt das so viel wie die Zahl 4, 4 mal 15 ist 60 auch. 15, 4, die Zahl 4 ist die Zahl der vier Winde oder der vier Himmelsrichtungen. 15 ist die Zahl Jahwes. Dann heißt das, in diesen Zahlen ist enthalten, die Zahl 15 ist Jahwe. Die Himmelsrichtung Jahwe ist im Norden, Süden, Ost und Westen. Von allen Seiten umgibt er dich. Die Zahl 60 ist die Zahl der Zeit. Heute, gestern, morgen, in jeder Sekunde, in jeder Minute, wo diese Zahl 60 vorkommt, ist Yahweh gegenwärtig. Dass ist die Zahlensymbolik hinter dieser Zahl. Ist eine ästhetische Interpretation dieses Wortes, dieser Zahl 60. Aber wenn wir sie schleifen würden, ist es wirklich ein Brillant. Das ist die Zahl 60. So ist dieser Segen ein Brillant durch die einfache Gestaltung in den Buchstaben. Schauen wir uns die Sätze an. Er segne dich, Jahwe, er behüte dich. Der erste Satz, er segne dich, Gott segne dich. Ja, da ist das enthalten, was wir schon angesprochen haben. Die Mehrung, das, äh, der Schutz, die Fruchtbarkeit. In Deuteronomium 28, wo Gott dem Volk den Segen vorliebt, wenn ihr in meinem Bund bleibt und nach meinen Ordnungen lebt und meine Weisung befolgt und das in euer Herz nehmt und mich liebt von ganzem Herzen, indem ihr mein Wort in euch wohnen lässt, von morgens bis zum Abend mit es meditiert, gesegnet wirst du sein. Und wie sieht das aus? Du wirst gesegnet sein in der Stadt, in Espelkamp oder wo auch immer. Gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wirst du wird sein die Frucht deines Leibes, deiner Familie. Gesegnet die Frucht deines Ackerlandes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder, die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang. Gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Umfassender Segen Gottes in dem ersten Satz schon zugesprochen. Der Herr segne dich. Der zweite Satz, er behüte dich. Das ist ein großartiger Satz. Der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Psalm 121 oder Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Ich hatte neulich eine Situation, da war ich draußen und irgendwo hatte ich den Eindruck, hier ist etwas ganz, ganz Finsteres in der Umgebung. Das war so ein. So ein so so Eindruck, so eine Impression. Ich habe dann einfach in dieser Situation, ich sage, diese, in diese Finsternis hinein, dem Psalm 23 für mich selber gebetet. Du Herr bist mein Hirte, auch in dieser, dieser, wo ich den Eindruck hatte, hier ist etwas ganz Dunkles in der Umgebung. Du Herr bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Ich gehöre zu ihm, deshalb ist Gott mein Hirte, mein Schutz. Der zweite Satz im Segen, im maronitischen Segen heißt: Er behüte dich. Da, wo du in Gefahr bist, da, wo, du, wo es dir schlecht geht. Psalm 121, da ist dieses Wort behüten geradezu Leitwort. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Yahweh, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet. Dein Behüter, der Hüter Israels, der Schomer Israel, der Hüter Israels, er schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Jahwe behütet dich. Jahwe ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass ich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Jahwe behütet dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Er behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun ein bis in Ewigkeit. Wenn wir uns unter diesen Segen stellen, der erste Satz er segne dich. Der zweite Satz, er behüte dich. Der dritte Satz oder der zweite, der zweite Satz des Aaronitischen Segens. Es lasse aufstrahlen, ja, wie sein Angesicht über dir. Er sei dir gnädig. Mein Angesicht strahlt auf. Das heißt, dieses Angesicht aufstrahlen, das ist so etwas wie die Sonne, die Sonne strahlt auf. In der Umwelt Israels waren die Hauptgötter, die wichtigsten Götter Sonnengötter. In Ägypten war es Ra oder Re, der wurde angebetet als Sonnengott, die Sonne als Gott angebetet. In Babylon war es Marduk, der Sonnengott, der Gott von Babel, der Gott Nebukadnezars. Israel wusste, die Sonne ist nicht Ra und nicht Marduk, sondern die Sonne ist der Gott Israels, er strahlt auf über dir wie die Sonne. Mit der Sonnenverehrung waren oft zwei Aspekte verbunden, die Wirksamkeit der Sonne. Der erste Aspekt war die Morgensonne. Wenn die Sonne morgens aufgeht und der Tag beginnt, dann werden wir wach und munter, das Vieh wird munter, die Hähne krähen und das Leben beginnt, der Tag beginnt, alles wird und das Leben startet. So steht es im, Psalm, im 2. Samuel 23, sagt David, das äh, steht oben drüber die letzten Worte Davids, wo er zurückblickt auf das, was Gott ihm gegeben hat und den Segen, den er ihm gegeben hat, mit dem Bund, den Gott mit David gemacht hat. Und da sagt er, es, es hat der Gott Israel zu mir gesprochen, der Fels Israels hat geredet: Wer gerecht ist unter dem Herrsch unter dem Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Morgenlicht. Wenn die Sonne aufgeht, am Morgen, ohne Wolken, da vom Glanz nach dem Regen der Nacht das Gras aus der Erde sprießt, ist nicht so mein Haus vor Gott, denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gesichert. All mein Heil und all mein Begehren wird er gedeihen lassen. Der Herr lasse sein Angesicht aufstrahlen über dir. Das heißt, er sei dir wie die Sonne am Morgen, die dich fröhlich macht, lebendig macht, dich vitalisiert, dass du die Kraft hast für den Tag, für den Alltag, für das Leben, das du jetzt startest. Er sei dir diese Sonne am Morgen, diese Morgensonne. Neben dieser Morgensonne steht dann aber auch die Mittagssonne. Das ist die Sonne der Gerechtigkeit. Das ist das Licht, das alles Dunkle... Vertreibt, dass nichts mehr im Dunkeln übrig bleibt, wo alles letztlich ans Licht kommt. Nicht, wenn die Mittagssonne scheint, dann sind die Schatten ganz klein. Und dann ist nichts mehr im Dunkeln, dann ist das alles hell ausgeleuchtet. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und dann ist das alles unrecht bekannt in der Gegenwart Gottes. Und er weiß auch um das Unrecht, das dir getan wird. Und wenn er seine Gerechtigkeit über dir aufleuchten lässt, dann ist er die Sonne der Gerechtigkeit. So wie es Maleachi schreibt in seinem dritten Kapitel, da steht folgendes, siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt, da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht Yahweh Zeberot sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Die Verfolgten, die leiden unter der Ungerechtigkeit, wie auch immer und wo auch immer sie herkommt. Am Ende steht Gott da mit seiner Gerechtigkeit. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch. Er gebe euch die Gerechtigkeit. Das ist hier mit ausgesagt, aber auch das andere. Unsere eigene Ungerechtigkeit, unsere eigene Schuld ist in seinem Licht sichtbar. Deshalb dieser Nachsatz, er gebe dir Frieden, er sei dir gnädig und er sei dir gnädig. Denn das brauchen wir, dass Gott gnädig ist. Gott sei gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Dass man auf der Erde erkenne deinen Weg unter den Nationen deine Hilfe. Es sollen dich preisen, die Völker. Es sollen dich preisen, die Völker. Es sollen dich freuen und jubeln, die Völkerschaften, denn du wirst die Völker richten in Gratheit, die Gerechtigkeit und die Völkerschaften auf der Erde. Es sollen dich preisen, die Völker Gott. Gott, unser Gott, wird uns segnen, er wird uns segnen, und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Und dieser Segen besteht auch darin, dass Gott für Gerechtigkeit. Sich um Gerechtigkeit kümmert. Er sei dir gnädig. Der dritte Satz im aronitischen Segen. Es richte Jahwe sein Angesicht auf dich. Ja, gerade wenn wir das, das Letzte bedacht haben, dass wir Gnade brauchen, wenn Gott jetzt sein Angesicht auf uns richtet, wie müsste er eigentlich mit uns umgehen? Die Juden hatten da ein Problem mit, die jüdische Auslegung. Und die sagten dann, ja, wenn wir das dann tun, da steht doch in der Bibel, wir sollen der Richter, wenn Gott der Richter ist, er soll den Angeklagten, den Verklagten, das Angesicht nicht ansehen. Du sollst die Person nicht ansehen wer das ist und wer da gerade kommt, du sollst die Person nicht ansehen, du sollst Recht, das Recht nicht beugen, indem du die Person ansiehst. Und nun sagt dieser Segen, Gott soll unsere Person ansehen, uns ansehen und uns Frieden geben, er soll uns vergeben, das sagt dieser Segen aus. Und da haben die jüdischen Rabbinen darüber nachgedacht, wie kann das sein, dass der irdische Richter die Person nicht ansehen soll, aber Gott soll dann Israel ansehen und Israel Frieden geben. Wie kann das, wie kann das zusammenpassen? Und sie meinten, das, das geht nicht. Ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun, du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen, die Person des Großen nicht ehren, in Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten, also die Person nicht ansehen. Jetzt sagt der Segen, du, Gott soll die Person ansehen. Deshalb sagt der Rab, Rashi, einer der berühmten Ausleger der großen Kommentar geschrieben hat, Gott soll anders als irdische Richter die Person ansehen, gnädig sein und seine Gunst erweisen. Er soll Frieden geben als die Größte aller Gaben. Israel ist schuldig, das heißt, hier soll Gott auch seinen Zorn als gerechter Richter zurückhalten. Frieden, die Erleichterung, wenn man aus dem Gericht kommt und freigesprochen ist. Frieden, die Größte aller Gaben. Was der Raschi nicht genau wusste ist oder nicht gesehen hat, ist, dass das genau die Botschaft ist des Neuen Testamentes. Dieser Segen ist möglich, weil einer den Zorn Gottes getragen hat. Jesus auf Golgatha hat die Schuld bezahlt. Deshalb spricht Paulus davon, er, Jesus Christus, er ist unser Friede. Wenn Gott uns ansehen würde, in unserem So-Sein, wie wir sind, mit unseren Motiven, mit unserer Schwachheit, mit unserer, mit unserer Sündhaftigkeit, mit unserem Neid, mit unserem Begehren, mit unserem, allem, was in unserem Herzen ist, was nicht taucht, wenn Gott uns ansieht, ja, dann müsste er eigentlich weggucken, nicht? oder es ist nicht so gut immer, was der da sieht bei uns aber dann sieht gott uns an in jesus christus der das alles getragen hat all die sünde auf sich genommen hat alles weggetragen hat und dann wird christus unser friede das heißt dieser dritte satz im aaronitischen segen ist eigentlich nur sprechbar in jesus christus er ist der friede und das wird im Neuen Testament immer wieder bezeugt. Im Galaterbrief da schreibt Paulus: Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Warum? Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was in dem Gesetz geschrieben ist. Wir können das Gesetz halten, 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 aber in allem. Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Du sollst nicht neidisch sein auf den Nachbarn. Innere Motivation, du sollst nicht ehebrechen brechen. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, in allem das Gesetz gehalten. Das heißt, wer das Gesetz in einem bricht, hat das Gesetz gebrochen und steht unter dem Fluch, so sagt es Paulus hier. Aber Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. In Christus. Er ist der Fluch geworden. Es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und dann, damit der Segen Abrahams, da sind wir wieder beim Segen Abrahams aus der Patriarchengeschichte, damit der Segen Abrahams in Christus zu den Völkern komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Dazu gehören wir zu den Völkern. Die Menschen, die nicht ursprünglich zum Volk Israel gehören, ich denke die meisten von uns. Wir haben den Segen Abrahams, denn dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Durch Jesus Christus, weil er den Fluch getragen hat und weil in ihm uns der Friede gegeben ist. Kolosser 1, Vers 20: Indem er Jesus Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es, was auf Erden ist und was im Himmel ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben. Euch, uns alle mit Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus im Abschiedsworten: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid nicht furchtsam. Der Herr hebe sein Angesicht auf, ich und gebe dir Frieden. Was passiert nun, wenn Gott sein Angesicht auf dich richtet, wenn wir diesen Segen hören? Einer sagte mal, ein Spruch, den ich mir gemerkt habe, ein Seelsorger, der viel in Österreich gelebt hat, er sagte mal Folgendes, man kennt einen Menschen erst gut, wenn man weiß, wo es still in ihm weint. Das setzt voraus, dass in jedem Menschen so ein Schmerz ist, in der Tiefe, in der Seele irgendetwas Unerfülltes, irgendeine Verletzung, irgendetwas, was manchmal herauskommt, wo die Seele weint, manchmal stärker, manchmal weniger stark. Man kennt einen Menschen erst gut, wenn man weiß, wo dieser Schmerz, wo dieses Weinen in der Seele ist. Weinen um eigene Schuld, weinen um Versagen, weinen um Verletzungen, weinen um Scheitern in Be Beziehungen, in der Familie und alles, was dieses Weinen veranlasst, setzt voraus, dass jeder Mensch irgendwo im Herzen dieses Weinen kennt, diese Tränen kennt in der Tiefe. Und wenn wir im Segen sagen, der Herr richte sein Angesicht auf dich, dann schaut Gott genau in deine Seele hinein und sieht genau die Tränen, die da sind, die Wunden, die da sind, und sieht genau diesen Schmerz. Das wird in diesem Segenswort angesprochen. Er richte sein Angesicht auf dich. Und er schenke dir dann, der zweite Satz, Shalom. Frieden, Heil, Genesung, Erneuerung von innen her. Dass du stark wirst von innen, das er dich kräftigt. Ich habe einen Hausarzt ist in meinem Alter, selbe Jahrgang. Das heißt auch schon nicht mehr im Dienst. Ich hatte den Hausarzt lange. Wenn ich da reinkam, musste man im Vorzimmer dann warten und dann wurde man aufgerufen. Man setzte sich ins Behandlungszimmer. Dann wartete man, bis er kam. Dann kam er endlich rein, machte die Tür auf. Und er hatte solch ein Strahlen auf dem Gesicht. Er sagte, Herr Clement, wie geht's Ihnen? Oder was kann ich für Sie tun? Und so wie der strahlte, war man schon halb gesund wieder. Das war also so ein perfekter Hausarzt, wie er mir da begegnete. So ist das, wenn wir zu Gott kommen mit unserer Not, mit unserem Schmerz, mit unserer, mit unserer Schwachheit. Und was gibt uns Gott? Er richtet sein Angesicht auf uns, schaut auf unsere Not, sieht nicht unsere Schuld, die ist in Christus getragen. Er sieht den Schmerz unseres Lebens, schaut uns an und gibt uns seine Heilung, seinen Frieden. Das ist es, was in diesem Segen angesprochen wird. Der Herr segne dich, er schütze dich, er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir wie die Sonne, wie die Morgensonne, wie die Mittagssonne und gebe dir Gerechtigkeit. Er sei dir gnädig. Er richte sein Angesicht auf dich. Er gebe dir Frieden. Amen.